Ich werde Ihnen einfach mal ein Cockpit zeigen und anhand dieses Cockpits werde ich das Produkt in der dritten Schicht von der LV 1871, die fondsgebundene Rentenversicherung als Nettotarif Ihnen näher bringen. Bevor ich damit anfange, will ich Sie mit aktiv ins Boot holen, indem ich Sie frage und bitte äußern Sie sich dazu, machen Sie mal mit, so richtig interaktiv. Was ist Ihre Erwartung von einer fondsgebundenen Rentenversicherung für Ihre Kunden? Okay, dann fange ich mal mit diesen ersten Punkten an, die Sie erwähnt haben. Flexibilität, also sprich, kann der Kunde, wenn er beliebt, eine Zuzahlung zu machen, es machen. Wie sehen die Konditionen dabei aus bei einer Zuzahlung? Also sprich, wie sehen die Kosten generell aus bei dem Produkt oder wie sehen die Kosten aus für Zuzahlung? Beziehungsweise kann er auch wieder an sein Geld heran, wenn es mal in Anführungszeichen ein bisschen platt formulieren darf. Ja? Also, Flexibilität, die Variante gibt es als Einmalbeitrag und natürlich als Sparplan in Anführungszeichen mit der Möglichkeit, Zuzahlung zu machen. Da es ein fondsgebundener Tarif ist, gibt es keine Grenze für Zuzahlungen. Sie können auch eine Dynamik, wie es der Herr Schäfer vorgestellt hat, auch bei der LV 1871 schon zu Anfang an mit reinnehmen. Von der Kostenstruktur her, bei laufenden Beiträgen nehmen wir von jedem Beitrag 4% als Verwaltungsvergütung und haben nochmal eine jährliche Stückkostenpauschale von 30 Euro und eine Verwaltungspauschale von 3,0 Promille, die im Jahr anfallen. Bei Einmalbeiträgen gibt es eine Staffel. Bei 10.000 Euro Einmalbeitrag gibt es 2,5% einmalig an Verwaltungskosten. Ansonsten 2,2 Promille laufende Verwaltungsgebühr und 30 Euro Stückkosten im Jahr. Entnahmen kosten nichts. Es muss lediglich ein Fonddepotguthaben von 1.500 Euro im Vertrag verbleiben. Bis dahin können Sie flexibel eine Entnahme tätigen. Flexibilität, Zuzahlung, genau, interaktiv. Fragen werden gleich beantwortet. Steuerabschläge gibt es keine, weil es ja keine Vertriebsprovisionen gibt. Was können Sie noch machen? Ich habe gefragt gehabt, was noch für den Kunden wichtig sein könnte, beziehungsweise für Sie als Geschäftspartner im Gespräch mit Kunden. Zuerst die Frage. Transparenz. Transparenz? Sie können, wenn Sie für Ihren Kunden einen Vorschlag rechnen mit unserer Tarifsoftware, dann kommt ein Produktinformationsblatt, wo alle Kosten immer transparent aufgeschlüsselt sind. Da steht immer drin, wie viel für jeden Beitrag was entnommen wird und was das in Summe in Euro auch ergibt, sodass der Kunde sofort sehen kann, was das für eine Kostenstruktur ist. Die Fonds, die wählen Sie selber aus. Wir haben, da können Sie auch gerne runterkommen zu mir, wir sind am Stand 40. Wir haben eine Internetseite, meinepolice.com, am 2. Mai letzten Jahres in die Welt gebracht. Das ist die erste Internetseite eines deutschen Versicherers, der alle Investmentfondslösungen, die er anbietet, aus einer Hand an, sozusagen Ihnen präsentiert. Da können Sie sich die TER ansehen, Sie können die TER aller Fonds miteinander vergleichen, Sie können Analysen fahren, nach Renditen, nach Portfolio aufteilen, aber Sie können sich auch en Detail einen Fonds dort ansehen und auch Charts zum Beispiel sich ansehen lassen. Den Zugang, da gibt es keinen Zugang, also sprich, der ist auch für Ihre Endkunden zugänglich, sodass Sie eben auch die Internetseite nennen können, sodass er auch selber mitverfolgen kann, wie sich so der Investmentfonds, den er gewählt hat, mit Ihrer Hilfe entwickelt. Was Sie noch machen können ist, weil das war ja eine Frage, die in dem Vortrag eben kam, da ging es ja darum, ob Sie so eine Art Bestandssicht haben. Bei uns können Sie sich einen Zugang geben lassen, sodass Sie über alle Korrespondenzen mit Ihren Kunden auch informiert sind. Online, Sie können den Stand, den Vertragsstand, den Depotstand, alles dann online bei der LV 1871 jederzeit einblicken und sehen auch die komplette Korrespondenz.
wenn es spezielle Korrespondenz von der LV 1871 zu etwas gibt, also jetzt außer so eine Depotstandsmeldung, dann werden die Geschäftspartner immer in Kopie bei uns informiert, meistens eine Woche vorher, sodass die immer wissen, dass ihre Kunden von uns da bestimmte Post bekommen. Ja, das mal so zur Abwicklung, Systematik. Bitte sehr. Ist nicht bedingungsgemäß garantiert, weil wir je nachdem, wie die Gesamtkostenstruktur bei uns im Haus sind, auch Anpassungen vornehmen. Im Moment ist es so, dass wir 70% der Kickbacks dem Kunden gutschreiben. 30% nehmen wir als Kostenreserve, die wir dann, wenn wir sie nicht brauchen, auch dem Kunden zugeben. Garantiert wird es nicht. Das heißt, es ist sowieso laufende Überschüsse. Genau. Die wird dann auch in dem Versorgungsvorschlag, den Sie den Kunden zeigen, sind die Kickbacks, die wir dann in Höhe von 70% weitergeben, auch schon mit in den Ablaufwerten berücksichtigt. So, was ist noch interessant oder was könnte noch interessant für Ihre Kunden sein? Die Themen, die wir im Moment in der Gesellschaft haben, sind ja weit weg von Vorsorge, da geht es ja auch so in Richtung Pflegebedürftigkeit. Krankheiten ist ein Thema. Wir von der LV 1871 haben den, ich nenne es immer mal bescheiden, den Oscar der Finanzdienstleistungsbranche bekommen von dem Magazin Euro im Jahr 2013, weil wir in unserem fondsgebundenen Tarif zwei Optionen anbieten, für die Ihr Kunde in der Ansparphase keinen einzigen Cent zahlt. Das sind zwei Optionen, die er erst zu Rentenbeginn wählen kann, wenn er das möchte, und die für ihn einen Mehrwert darstellen. Die erste Option ist die sogenannte Pflegeoption. Also sprich, wenn Ihr Kunde entweder bereits pflegebedürftig ist oder in der Familie einfach dieses Thema so bekannt ist, dass er sagt, okay, er könnte irgendwann pflegebedürftig werden, dann kann er zu Rentenbeginn diese Option ziehen. Seine normale vereinbarte Rente wird um ca. 10% niedriger zuerst ausfallen und sobald die Pflegebedürftigkeit eingetreten ist, wird das Ganze verdoppelt. Also sprich, Beispiel 1.000 Euro normale Rente, er zieht die Pflegeoption, wird auf 900 Euro reduziert und dann bei Pflegebedürftigkeit bekommt er das Doppelte, 1.800 Euro, ein Leben lang garantiert. Nein, das ist nämlich auch der Grund, wieso wir diesen Oscar bekommen haben. Es gibt keinerlei Gesundheitsprüfung bei diesem fondsgebundenen Tarif. Er wird nicht vorher gefragt, ob er schon pflegebedürftig ist. Er wird nicht vorher gefragt, ob er eine bestimmte Krankheit hat. Eine Ausnahme, wenn der Kunde das Eintrittsalter 50 hat, dann gibt es 4 Fragen zur Pflegeoption. Für die extra Rentenoption, über die ich jetzt gleich erzählen werde, gibt es überhaupt keine Gesundheitsfragen. Die extra Rentenoption, das ist die zweite Option. Stellen Sie sich vor, Ihr Kunde hat vielleicht einen Herzinfarkt gehabt, hat Bluthochdruck und einen erhöhten Cholesterinwert und ist aktuell Raucher. Der Herzinfarkt war vor einem Jahr. Bei der LV 1871 kann er diese Krankheit zu Rentenbeginn anzeigen. Das wird dann von uns ausgewertet und dem Kunden wird ein Angebot gemacht. Lieber Kunde, aufgrund deines Herzinfarktes, aufgrund deines Bluthochdrucks und der erhöhten Cholesterinwerte wirst du bei uns ein Leben lang 37% mehr Rente bekommen, als ursprünglich mit dir vereinbart. Also in dem Beispiel von 1.000 Euro bekommt er statt 1.000 Euro 1.370 Euro ein Leben lang garantiert. Um es nochmal zusammenzufassen, Pflegeoption, extra Rentenoption, zwei Optionen und deshalb auch kostenlos in der Ansparphase, die er erst zu Rentenbeginn ziehen kann, die inklusive in dem Vertrag sind, also er musste nicht dazu wählen, nicht abwählen, Sie müssen nicht dran denken, dass diese Optionen da sind, das macht die LV 1871, sie schreibt alle Kunden mit Ihnen in Kopie 3 Monate vor Rentenbeginn an, zeigt Ihnen alle Möglichkeiten der Kapitalauszahlung, also sprich, ob er eine normale Rente haben möchte, ob er eine Kapitalauszahlung einmalig haben möchte, ob er eine Kombination aus beiden haben möchte oder ob er diese Pflegeoption oder die extra Rentenoption ziehen möchte. Zuerst der Herr dort und dann Sie. Die aktuellen, also das, was er jetzt heute schwarz auf weiß garantiert bekommt, die gelten auch in Zukunft. Es wird nicht neu kalkuliert. Bitte sehr. Bei der Pflegeoption wird die Rentengarantiezeit pauschal auf 5 Jahre begrenzt.
Bei der Extrarente sind wir mittlerweile so weit, dass wir die auch individuell angeben können. In dem Beispiel mit dem Herzinfarkt sind 15 Jahre Rentengarantiezeit maximal möglich. Je nach Krankheit kann die länger oder kürzer ausfallen. Diese Zeit wird dann auch mit angegeben, falls die Rentengarantiezeit, die ursprünglich gewählt worden ist, länger war als die dann mögliche. Sonst keine Fragen, dann mache ich mal einfach so weiter mit manche Sachen werde ich mal ein bisschen schneller übergehen. Also ich gehe mal mit dem Pointer drauf, An- und Ablaufmanagement. Das ist auch bei uns, bei der LV 1871 natürlich möglich. Dafür fallen keine Kosten an. Bei uns haben Sie auch die Möglichkeit, für diejenigen, die jetzt wirklich so Vermögensverwaltung beim Kunden machen und das Depot auch mal öfters anpassen möchten oder auch gewährleisten möchten, dass diese Risikoklasse, über die reden Sie auch mit Ihrem Kunden, dass die jedes Jahr auch die gleiche ist, können Sie ein Rebalancing vereinbaren. Mit diesem Rebalancing, also Ausgleichsmanagement, wird die gewählte Portfolioallokation immer zum Versicherungskalenderjahr des Kunden wieder reallokiert. Ohne Zusatzkosten und von Ihnen, wenn Sie das mögen, auch wieder absetzbar. Natürlich haben Sie auch bei uns die Möglichkeiten, einen Beitragserhalt mit zu vereinbaren. In 10% Schritten ist das möglich, bis 100% Beitragsgehalt, sogar maximale Garantie 1,75%. Jedes Jahr änderbar, anpassbar, so wie Ihr Kunde es benötigt. Und Login. Funktion haben wir natürlich auch. Also Sie können, wenn Sie der Meinung sind, der Kunde hat in einem bestimmten Zeitraum außerordentlich viel Vermögen angehäuft, weil die Märkte besonders gut gelaufen sind, dann können Sie dieses Vermögen zum Rentenbeginn mit der Login-Funktion absichern. Die weiteren Beiträge werden dann in den gewählten Fonds mit investiert. Und dann möchte ich noch natürlich die BUZ 3000 erwähnen. Die BUZ 3000 ist sozusagen das i-Tüpfelchen noch, was wir haben. Auch ohne Gesundheitsprüfung. Sie können Verträge bis zu einem Gesamtjahresbeitrag von 3000 Euro bei Berufsunfähigkeit von der Prämie befreien, wenn Sie diese Option mit dazu nehmen, die BUZ 3000. Wenn Sie Kunden haben, die im Monat mehr sparen oder beziehungsweise Sie einen Kunden haben, der auch eine BU-Rente haben möchte, dann können Sie mit Gesundheitsprüfung es natürlich auch anbieten. Aber wenn wir bei der BUZ 3000 bleiben, haben Sie insgesamt mit der FRV von der LV 1871 eine Lösung, die ganz viele Flexibilitäten hat, die das einmalige 4-Flex hat, also diese extra Renten- und Pflegeoptionsmöglichkeit zu Rentenbeginn. Und die BUZ 3000 hat ohne eine Gesundheitsfrage gestellt und beantwortet zu haben. Und ich glaube, das ist so mit die Daseinsberechtigung, die wir als kleiner Mittelständler in München auch in diesem Versicherungsmarkt in Deutschland haben. Und für solche Daseinsberechtigung werden wir auch immer weiter kämpfen, immer so ein i-Tüpfelchen identifizieren, immer eine kleine Innovation machen und auch Ihnen zur Verfügung stellen. Fonds, da habe ich Ihnen unten auch einen Investmentwegweiser mitgebracht. Kommen Sie bitte bei mir vorbei. Wir haben im Moment ca. 75 Investmentfonds aus allen Anlageklassen. Wir haben für die Honorarberatung 3 ETFs, reine. Einmal den von iShares Welt, Deutschland und Europa. Haben dann verschiedene Strategien von Dimensional, insgesamt 9 Stück. Und von der Deutschen Bank haben wir den DBX Trackers Total Return, den wir Ihnen als diese kostengünstigen Varianten anbieten können. Aber natürlich haben wir auch die üblichen Verdächtigen, in Anführungszeichen, wie den Aetna, wie Sauren, wie Flossbach von Storch oder auch Carmignac. Am 2. Januar diesen Jahres haben wir unsere fondsgebundene Lösung nochmal um die sogenannte Expertenpolice erweitert. Sie können den Nettotarif als Expertenpolice abschließen. Was ist die Expertenpolice? Ich habe da auch ein Foto mitgebracht. Zeige ich Ihnen mal. Das sind die ganzen Folien, die ich Ihnen erspart habe. Das ist der Investmentwegweiser, hier das Rebalancing mal grafisch dargestellt. Ich habe auch Zahlenbeispiele natürlich mitgenommen. Unseren Ansatz, ne? Die Fonds sind Expertenpolice. So, ich kann gar nicht so schnell reden, wie schnell ich tippen kann.
So. Die Expertenpolice. Die Expertenpolice ist ein Ansatz, den wir unseren Geschäftspartnern und Kunden anbieten möchten, die sich nicht ständig Gedanken um die Kapitalanlage machen möchten. Die auch Kunden haben, die, wenn es mal nach unten geht, sofort den Hörer in die Hand nehmen und die von diesen Anrufen einfach mal befreit werden wollen. Die einfach keine Lust mehr haben zu hören, oh Mann, wieder 8% gefallen, aber die ihnen gleichzeitig auch keinen Scheck rüberreichen, wenn sie mal 15% Rendite für ihn gemacht haben. Und ich habe auch einen Kollegen, der Rentenversicherung, also fondsgebundene Rentenversicherung seit 26 Jahren vertreibt, damals mit 3 Fonds, die es gab, so einen DAX-ähnlichen Fonds, einen, der in Renten angelegt hat, eine Mischvariante, der meinte, es gab 8 Anrufperioden in diesen 26 Jahren und Sie dürfen einmal raten, was für Anrufperioden das waren, immer wenn es nach unten ging. Und um das zu vermeiden, haben wir überlegt, okay, viele Kunden wissen einfach nicht, dass wenn man in den DAX zum Beispiel investiert ist und die Märkte nach unten gehen, dass auch dann der Fonds nach unten geht, dass das was ganz Normales ist. Wenn ich in einem Invesco Neue Märkte, den gibt es jetzt nicht mehr, investiert war, also ich habe investiert, da hat der Invesco Neue Märkte schon 300% Rendite gemacht, ich war damals Student, wurde gierig, wollte auch Rendite machen, ne? Habe dann unverschämt, wie ich bin, den Freikin, den Fondsmanager damals angerufen, habe gemeint, hier, Herr Freikin, ich bin der Student von unten, ich habe da mal 300 Euro. Ich will die investieren. Meinte, Hakan, mach das, da ist noch ganz viel Potenzial. Ich habe investiert, das ging auch sofort auf 400 hoch, dann ging es runter, wieder auf 300, 250, 200, 150 Euro hatte ich, dann habe ich Angst bekommen, das ist ja viel Geld für einen Studenten, 300 Euro, die Hälfte ist weg. Habe ihn nochmal angerufen, habe gesagt, ja, Herr Freikin, die Hälfte ist weg, was soll ich machen? Hakan, du bist doch Student, liest du keine Zeitung, der Boden ist erreicht, besorg dir Geld, kauf nach. Was ist der Vorteil von Studenten? Ja, kein Geld, ja, das ist das Gute. Ich habe Gott sei Dank kein Geld gehabt, es ging dann runter auf bis auf 10 Euro und dann habe ich alles verkauft und habe den Michael dann auch gesehen und ihn gefragt, hier, was ist denn da passiert? Er meinte, Hakan, ich durfte nicht anders. Ich habe einen Verkaufsprospekt, da drin steht, 95% der Kundengelder müssen in den neuen Marktindex investiert sein, maximal 5% Geldmarkt. Ich als Student, BWL, Schwerpunkt Finanzen, arbeite bei Invesco, habe es noch nicht mal verstanden. Ja, wie soll es dann in Anführungszeichen der normale Kunde verstehen, dass wenn so ein Index mal runtergeht, dass seine Anlagen auch runtergehen müssen. Aber damit wir sie vor solchen Anrufen ersparen, haben wir überlegt, okay, was ist die Alternative? Die Alternative sind Vermögensverwalter, sind Personen und Verkaufsprospekte, die per se schon in ganz viele Anlageklassen gleichzeitig investieren dürfen und die auch mal eine Anlageklasse meiden können, wenn es sein muss. Und genau deshalb haben wir mit der Expertenpolice ein Portfolio aufgelegt mit 5 vermögensverwaltenden Fonds, die nach einem Zehnkampfprinzip von uns ausgewählt werden und mit diesem gleichen Zehnkampfprinzip alle 3 Monate kontrolliert werden, ob die noch diese Daseinsberechtigung haben. Da ist Wertentwicklung natürlich ein Thema, Schwankungsbreiten, Sharpe Ratio und Anzahl positiver Monate. Da wird so eine Rangfolge davon gebildet. Diese Rangfolgen werden addiert und die ersten 5 Platzierten, die kommen in die Expertenpolice rein und dann schaut man sich nochmal die Ansätze an, ob da irgendwie 5 Stockpicker drin sind jetzt in den ersten 5 oder ob da ein Makroansatz ist mit einem Stockpicker-Ansatz und einem quantitativen Ansatz und das Glück hatten wir und das hat uns genau diese Anrufwellen mal erspart. Das ist die Expertenpolice in den letzten 5,5 Jahren müssten das sein, im Vergleich einfach mal zum DAX, wo genau durch diesen Ansatz der vielen Anlageklassen diese Abwärtsbewegung hier vermieden worden sind, sodass man auch nachhinein mit erhöhtem Risiko nicht irgendwie versucht hat, die Rendite wieder aufzuholen. Ja? Das ist die Expertenpolice. Haben Sie noch Fragen? Falls Sie noch Fragen haben sollten, ich bin bis heute Abend unten am Stand, werde noch hier vom Ingo unterstützt, der auch mit unten an Bord sein wird. Kommen Sie vorbei. Alle Fragen werden
hoffentlich transparent beantwortet. Wenn wir mal was nicht wissen, holen wir es gerne nach, aber das meiste wissen wir eigentlich zu unseren Lösungen.